Lieber Herr Professor Piller, danke für das Interview. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet für Sie und vielleicht ganz kurz zu Ihrer Person. Sie lehren an der RWTH Aachen Innovations- und Technologiemanagement, haben vorher an der TU München und am MIT gelehrt bzw. geforscht. Und vielleicht ganz kurz zur Einführung, viele BWLer oder so lautet das zumindest das Klischee, suchen nur noch die Idee und denjenigen, der es technisch umsetzt, kann man Innovation lernen? Kann man Innovation lernen? Also man kann, glaube ich, Innovationsmanagement lernen. Man kann lernen, eine bessere Innovation hervorzubringen. Aber eine Innovation ist ja eigentlich nur eine neue Idee, die erfolgreich im Markt platziert wird, die also von den Nutzern, internen Nutzern, externen Nutzern angenommen werden. Und die erstmal die richtige Idee zu kriegen, die auszuwählen, die zu verfeinern in ein Konzept, die so am Markt zu platzieren, dass sie Erfolg hat, das kann man schon lernen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe keine Idee, ich würde aber gerne gründen, kann ich diesen Innovationsprozess irgendwie strukturieren, um so ganz gezielt zu einer Innovation zu kommen? Keine Idee zu haben und trotzdem gründen zu wollen. Ich würde sagen, man braucht vielleicht keine Idee, man braucht immer ein Bedürfnis. Weil wir wissen, dass die Start-ups viel erfolgreicher sind, die deshalb gegründet haben, weil man selbst frustriert war, weil man selbst irgendwas haben wollte, was es am Markt nicht gibt. Es gibt sogar VCs, die suchen genau nach diesen Entrepreneuren, die ein eigenes Bedürfnis bestimmen. Also ich glaube, man braucht diese eigene Insight, dieses Bedürfnis. So, und die dann in eine technische Idee zu überführen, in ein Konzept, das ist wieder was, wo es Methodik gibt, wo man in einem Team zusammenarbeiten kann. Aber ganz so ohne Initialimpuls und nur viel Geld zu verdienen, würde ich sagen, reicht nicht. Okay, ich hoffe, ich habe gehofft, dass Sie das sagen, sonst wäre es ja vielleicht auch ein bisschen zu leicht zu gründen, sozusagen die Weltformel, zumindest die Weltformel des Entrepreneurship. Was unterscheidet innovative Unternehmen von weniger innovativen Unternehmen? Das kann man kurz- und langfristig sehen. Ich glaube, kurzfristig kann man es wirklich messen an der Flop-Rate, an der Erfolgsrate, an solchen KPIs wie Cost-to-Market, Time-to-Market. Aber das ist eher so was Operatives. Langfristig, ob die wirklich überleben, ob die richtig alt werden, ob sie verschiedene technologische oder gesellschaftliche Brüche schaffen umzusetzen. Und das Letztere ist eben das wirklich Schwere. Die klassische deutsche Vorstellung oder europäische ist, dass eben Unternehmen wirklich richtig alt werden müssen. Da haben wir in der Wissenschaft und auch in der Beratung gibt es tolle Konzepte wie Ambidextrie und so weiter, dass also Firmen sowohl kurzfristig optimieren als auch langfristig innovativ sein können. Je älter ich werde, desto mehr folge ich eher so einer amerikanischen Sichtweise, die sagt, naja, vielleicht müssen Unternehmen gar nicht so alt werden. Vielleicht lassen wir die einfach mal nach 40 Jahren eingehen, weil es viel zu viel Aufwand ist, in so ein Change Management zu gehen und nutzen all das Geld und all die Energie und die Lebenszeit, vor allen Dingen was Neues daneben aufzubauen. Und dann kann man so sagen, naja, ist das eigentliche Innovationsmanagement immer was relativ Kurzfristiges, immer mehr am Entrepreneurship, als wie es heute häufig gelehrt wird, an diesen Change oder dieser Transformation großer etablierter Dinosaurier. Das würde also heißen, ein Unternehmen hat einen Purpose in erster Linie. Es geht nicht darum, dass das Unternehmen besteht, sondern dass das Unternehmen einen Zweck erfüllt und dann ein neuer Zweck, ein neues Unternehmen. Genau. Und nicht versucht, immer wieder das zu überführen. Und jetzt ist meine Schwierigkeit mit Ihrer Erklärung, aber das ist ja sehr retrospektiv, dass man sagt, okay, das hat überlebt, dann ist es ja scheinbar innovativ gewesen. Gibt es vielleicht on the run, live etwas, was man machen kann, um innovativ zu bleiben oder um sich immer wieder auszurichten? Ja, gute Frage. Also auf der einen Seite kann ich natürlich versuchen, Strukturen zu schaffen, also eine Art Parallelstruktur, dass ich die berühmte 3M-Regel den Mitarbeitern 10-15% ihrer Arbeitszeit wirklich bezahlt, auch mit Budget für Projekte gebe, um irgendwelche eigenen Ideen zu verfolgen. Ich kann ein Innovation Lab bauen und quasi eine echte Parallelstruktur aufbauen, obwohl ich ja nicht so viel von halte. Was ich auch inzwischen glaube, es geht wie immer irgendwie ganz oben los, also beim Top-Management. Da sind wir wieder eigentlich beim Startup. Das Startup lebt davon, dass ich ein super Gründerteam habe, mit Gründerpersönlichkeiten, die zusammenarbeiten. Und so ist es, glaube ich, auch das Wichtigste in großen Unternehmen, dass ich wirklich ein Top-Management und vor allen Dingen den CEO habe, der auch dahinter steht, der eben nicht nur eine kurzfristige Optimierung von irgendwelchen Finanzkennzahlen verfolgt, sondern diese langfristige Ambition, Vision hat. Und das findet man mehr
bei deutschen großen Familienunternehmen, die doch so richtig als Familienunternehmen funktionieren. Und wo ich immer wieder erstaunt bin über Unternehmerpersönlichkeiten, die echt total konservativ und alt rüberkommen, aber eine unheimliche Visionskraft haben und auch vielleicht wirklich der Innovator in Chief des Unternehmens sind. Und das kann man natürlich auch machen. Man kann solche Führungspersönlichkeiten aussuchen, empowern als Aufsichtsrat, wenn es jetzt ein aktiennotiertes Unternehmen ist und eben nicht nur auf die kurzfristigen Zahlen schauen. Mhm. Und wenn wir jetzt die Perspektive ein bisschen wechseln auf unsere Hochschule, die RWTH Aachen, wie steht die RWTH als Ort der Innovation da? Ach, das ist eine gefährliche Frage. Ich würde sagen, auch so einen ganz klassisch deutschen ingenieurstechnischen Begriff, super. Wir haben sehr tolle Wissenschaftler, die eben auch gerade Innovation, nicht nur Invention machen, irgendwas Neues erfinden, sondern dabei gleichzeitig die Anwendung und die Umsetzung im Markt im Griff haben. Also das können wir, glaube ich, ziemlich gut. Wir haben auch, glaube ich, eine ganze Reihe wirklich beeindruckender, technologisch geprägter Startups im B2B-Bereich. So als Gesamtorganisation ist immer schwierig, sind wir natürlich jetzt nächstes Jahr ein 150 Jahre alter Dinosaurier und auch so irgendwie vielleicht an der Lebensendzyklusphase. Und ich mache mir keine Sorgen um unsere Forschung und sowas. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr noch unseren Studierenden vermitteln, dass es eben genauso cool ist oder vielleicht viel, viel cooler, ein eigenes Unternehmen zu gründen, als jetzt bei irgendeinem der großen DAX-Unternehmen zu landen. Vielleicht müssen wir es aber auch schaffen, an unseren Strukturen besser zu arbeiten, obwohl wir eine öffentlich-rechtliche Institutionen sind. Vielleicht ganz neue Arten von Lehre zu denken, ganz neue Arten auch von Fakultätsstrukturen zu denken, um eben die wirklich nicht nur so an der Oberfläche oder denen, wo man als Lehrstuhl Autonomie hat, eben an den Forschungsergebnissen da innovativ zu sein, sondern auch das, was uns in der Struktur als großes Ganzes zusammenhält. Und da stehen wir eigentlich immer noch ziemlich ähnlich aufgestellt wie vor 150 Jahren, als wir uns gegründet haben. Okay, also was Sie jetzt ansprachen, war die Third Mission, also als Universität auch als gesellschaftlicher Akteur aufzutreten, zu transferieren von der Forschung in Ausgründung zum Beispiel. Was bräuchte es an der RWTH, um diese Third Mission zu stärken? Gut, eine Sache setzen wir ja dank Ihnen und Ihrem Team und Kollegen da um, genau so ein bisschen mehr Bottom-up-Entrepreneurship. Ich glaube auch ein bisschen Richtung Incentive. Normalerweise haben so Staatsbeamten wie ich hier als volle Professorin ein Lehrdeputat. Vielleicht könnte sich mal unser Ministerium was ausdenken wie ein Transferdeputat, ein Umsetzungsdeputat oder sowas. Also auch irgendwie, und das wissen wir ja in der Managementlehre, dass man eigentlich so ein Change nur hinkriegt, wenn man am Incentive-System straubt. Und unser Incentive-System ist, ja, offiziell müssen wir halt Lehre machen, und dann gibt es auch so KPIs in Bezug auf Publikationen in wissenschaftlichen Journalen. Das ist aber eher so ein Reputationskriterium und dann vielleicht noch so einfach Drittmittel. Vielleicht muss man sich mal clever überlegen, was denn eine vierte Dimension wäre, um das zu überführen. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie das aussehen würde. Das ist die Aufgabe anderer. Jetzt hatten Sie gesagt, Collective Incubator hat unter anderem die Aufgabe, diese Third Mission zu realisieren. Was würden Sie sich von einem solchen Ort, dem Collective Incubator, wünschen für Innovation, für Gründertum? Also einmal, dass da irgendwie so eine Art Community entsteht von Leuten, die einen Ort haben, dort zusammenzukommen, sich zu helfen. Denn das wissen wir auch vom Innovationsmanagement aus unserer Forschung, dass Innovation eben nicht mehr in egal welcher Struktur diesen Bild des klassischen schumpeterschen Entrepreneur forscht, also einer genialen Person, so ein Daniel Düsentrieb, der alleine oder die alleine vor sich hin forscht, sondern in Teams entsteht und läuft nicht nur in der Teamstruktur, sondern eben in einem ganzen Netzwerk. Also dass wir in diesem Sinne ein Netzwerk aufbauen, aber ich habe bewusst den Begriff Community genannt, also auch wo man einen offenen Austausch hat, wo man sich gegenseitig hilft und inspiriert. Und das eben sehr, sehr niederschwellig vom Zugang. Weil da sind wir eigentlich als RWTH auch immer noch ein sehr hierarchischer Haufen. Professoren und Halbgötter und und dann geht das so durch die ganzen Hierarchien mit Oberingenieuren und Abteilungsleitern und Gruppenleitern und Hiwi, Oberhiwis und so weiter durch. Und dass wir da vielleicht eine Parallelstruktur schaffen,
in denen eben einfach Leute die gründen können, egal wo sie stehen, egal wie toll jetzt die Idee aufgearbeitet also ist, direkt jemanden finden, mit dem sie das weiterentwickeln können. Also ein Ort, der nicht nur über die Disziplinen übergreifend ist, sondern der auch gruppenübergreifend ist an einer Hochschule. Genau, auf jeden Fall. Aber vielleicht auch, wenn ich daran anschließe, was ich eben sagte, eine gewisse Anerkennung dadurch kriegt, dass es eben nicht so eine Standalone-Säule daneben ist und wir den Rest weitermachen, sondern irgendwie auch integriert wird, dass man dort eben auch moderne Credit Points kriegt, dass ich eben anstelle jetzt nur Seminararbeiten zu schreiben, was weiterhin sehr, sehr wichtig ist, so die Literatur zu kennen und so weiter, glaube ich fest daran, aber eben auch das mit seinem Studium auch ein bisschen formal verankern kann und dass wir deshalb vielleicht so ein Collective Incubator auch so als eine Art Quelle der Erneuerung der Strukturen der RWTH hinkriegen. Ideale Überleitung. Sie als Lehrender setzen sich ja ganz aktiv dafür ein, dass sich Dinge in der Lehre modernisieren. Was ist sozusagen der Status quo an der RWTH in der Lehre heute? Gut, wir sind, glaube ich, innen immer unzufrieden, aber im Vergleich zu vielen anderen Institutionen in Europa, vielleicht sogar weltweit, wirklich weit, was der Einsatz neuer Technologien in der Lehre angeht. Flipped Classroom ist ja jetzt schon fast ein Standard und macht Sinn. Wir haben Serious Games, wir gehen jetzt sogar zu Avataren in der Lehre. Also ich glaube, wir haben, und auch das ist wirklich toll an der RWTH Aachen, dass das nicht nur so nebenbei als Hobby läuft, sondern jetzt wirklich professionalisiert wurde. Ich glaube, was wir aber noch machen können, ist auf der einen Seite diese neuen Technologien, die viel mehr Interaktion zulassen, auch studierenderfreundlich ist, mehr in die Breite zu bringen. Also wir haben so ein klassisches Skalierungsproblem eines Startups. Auf der anderen Seite aber müssen wir gucken, dass es eben nicht nur um neue Technologien geht und dass wir nicht mal einfach alte Lehrformate jetzt digital auffrischen, sondern komplett anders die Lehre denken. In der einen Richtung, dass wir mehr Richtung Projektmodulen gehen. Und das kann forschungsorientiert sein, das kann aber natürlich auch anwendungsorientiert sein, wirklich am Arbeiten mit realen Challenges. Das bringt mich zum letzten Punkt und das wäre eigentlich mein größter Wunsch an meine nächste Dekade hier sozusagen an die RWTH, dass wir an den Objekten, an denen wir forschen, an den Beispielen, die wir nutzen, sind wir eigentlich eine relativ große Freiheit in vielen Fächern. Ob ich jetzt in den Projekten neuen Turnschuh entwickle oder irgendwie eine nachhaltige App zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, ist eigentlich egal. Aber wir nehmen trotzdem häufig noch den Turnschuh. Vielleicht, weil da auch von irgendeinem großen Turnschuhfabrikanten ein potenzielles Forschungsprojekt lockt. Und ich glaube, da können wir noch viel, viel besser werden, dass wir die Freiheit, die wir hier haben, die Energie, das Geld eben nutzen können, nicht nur so klassische industrielle Probleme zu lösen, sondern wirklich an solchen zu arbeiten, die uns insgesamt als Gesellschaft voranbringen und unsere großen Herausforderungen lösen. Darf ich da nochmal nachfragen? Wir als Collective Incubator wollen ja gerne auch Ort für diese zukünftigen Lehrmodelle sein. Was wäre so eine Vorstellung von Projekten im Collective Incubator in der Lehre? Ja, auf der einen Seite wäre es natürlich super bequem für mich als Dozentin, wenn ich auf der einen Seite diesen Raum hätte, vielleicht auch Coaches, die auch mir, weil ich da ja auch nicht unbedingt der Experte bin, helfen, wie ich eben so einen Entrepreneurial Innovationsprozess jetzt durchgehe, mit den Studierenden vielleicht auch den Kontakt herstellen zu eben den, wir nennen das Problem Ownern, also die Repräsentanten, die Stakeholder, die für diese Problemstellung stehen, die Feedback geben. Vielleicht aber, und das ist noch wichtiger, so eine Art als Wissensbasis dienen, die Erfahrungen aus vielen dieser Projekte, die einzelne Institutionen an der RWTH machen, zusammentragen und damit wirklich so eine Praxis und irgendwie eine neue Fähigkeit auch für die RWTH entwickeln. Ich glaube, das Mission Goal hätte ich selber besser nicht beschreiben können. Insofern vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Möglichkeit, immer auch mit Ihnen zu sprechen. Ja, und Ihnen und dem ganzen Team viel Erfolg.